Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Heat Gun Rage Stunde fängt gleich an. Ich habe noch eine Geschichte für euch. Storytime. Und zwar hat man sich ja, es hat sich ja so eingebürgert, dass man zur Rage Stunde auch Levelaufstiege macht und Glücksein zündet. Nicht nur zum C-Day, weil C-Day ist nur einmal im Monat. Das ist für viele zu spät, zu lange. Vor allem, wenn man knapp den C-Day verpasst und so 2-3 Tage nach dem C-Day aufsteigen würde. Da kann man einfach nicht fast noch einen Monat warten. Dementsprechend steigt man jetzt eigentlich auch immer zur Rage Stunde auf. Und es gibt ja viele, die wollen immer die Kontrolle haben. Das heißt, wenn man 2 Tage noch hört, dann öffnen die nicht mehr und man wartet. Das ist so eine Putt-Situation. Wenn du aufmachst, kann der andere kontrollieren. Wenn er aufmacht, dann darfst du kontrollieren und entscheiden, wann das Geschenk geöffnet wird. Und mir ist es eigentlich relativ egal. Ich versuche dann immer am Tag davor, also Dienstag, alle, die halt gegeiert haben und nicht aufgemacht haben, zu öffnen, dass man dann am Mittwoch, ich dachte gerade, da steht einer. Dass man dann am Mittwoch halt aufsteigen kann und halt nur eine Interaktion fehlt. Und da war halt eine, die hat halt ewig, nicht ewig, wollen wir nicht übertreiben, eine Woche jetzt gegeiert, nicht mehr aufgemacht. Wir waren 2 Tage entfernt, deswegen habe ich gestern aufgemacht und sie hatte halt das Geschenk und sie macht halt heute Morgen auf. Ich denke mir halt so, wieso? Und das ist jetzt nicht so schlimm, weil EP interessiert mich jetzt nicht mehr so, bevor jetzt irgendwelche Leute schreiben, boah, Hong, heul doch nicht um wegen 100.000 EP. Darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich einfach nur ums Prinzip. Ist trotzdem halt nervig, auch wenn es mich EP-technisch jetzt nicht so juckt, ist schon nervig. Wieso macht man sowas? Vor allem, sie hat ja gewartet auf irgendwas. Ist ja nicht so, als wäre ihr EP immer egal und hätte direkt aufgemacht. Nee, sie hat ja eine Woche schon gewartet auf einen bestimmten Termin. Wisst ihr, was ich meine? Und dieser Termin, ich kann mir halt nicht vorstellen, wieso random einfach so Mittwoch in der Früh. Einfach so eine Woche nicht geöffnet. Und dann genau am Mittwoch in der Früh vor der Rage-Stunde öffnet sie. Das check ich halt nicht. Wer kann mir das beantworten, Leute? Was ist da los in den Köpfen der Leute? Aber wie gesagt, das ist nicht so schlimm. Ist halt jetzt so eine Story, die mir halt auf dem Herzen lag. Wir raiden jetzt erstmal ein paar Heat Gun und gönnen uns ein Shiny. Und euch natürlich auch. Falls ihr mich und genau unterstützen wollt, wie immer, gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Ansonsten wünsche ich euch viel Glück mit den Heat Gun. So, erster Versuch hier, Leute. Schon mal kein 100er. Ich muss hier besonders aufpassen. Hier ist echt kranker Verkehr. Ist das ein Shiny? Nee, das ist kein Shiny. Tot. Schade. Zweiter Raid. Ich habe eine. Ah, ich habe das noch nie gesehen, dieses Kino hier. Ich habe ein Handicap, wollte ich gerade sagen. Ich habe ein Geschenk in der Hand. Ist noch unverpackt, also. Im Grunde genommen habe ich eigentlich ein Spiel in der Hand. Also unter den Armen, eher gesagt. Und 2 Handys, also. Und eine Raid Tour. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass es stressig wird. Nicht 100? Ich habe schon einen 98er von dem, also. Ich will eigentlich nur einen 100er sehen oder Shiny. Das ist weder. Aber jetzt laufen wir erstmal eine Weile. Das heißt, ich habe Zeit, um die Geschenke zu öffnen für Levelaufstieg. Nächstes Mal versuchen, Leute. Nummer? Ne, erst 3. Ich wollte schon 4 sagen, aber wir haben noch gar nicht so viele gemacht. Beides Maniten. Nächster Versuch mit super Hintergrundmusik. Ich hoffe, ihr seht auch jetzt was hinter mir. Gib mir ein Shiny und dann können wir heim. Das sind alles Arenen, die habe ich schon auf Gold. Nicht sehr interessant für mich. Ich habe mir ein Board gebaut, Leute. Und damit machen wir jetzt eine Gäste Original. Ne? Dieses Handy wegpacken und das unter dem Arm, das läuft so nicht. So, nächster Versuch. Problem ist jetzt, ich kann nicht auf weiter. So. Das war der 5. Raid, wir haben ein Ergodactyl-Quest erledigt. Der beste bisher, aber nicht 100 und nicht shiny. Läuft nicht. Ich habe schon das Ergebnis gesehen. Es war schlecht. Und es wird noch schlechter. Ich will ein shiny und nach Hause gehen. Oder? Wundert euch nicht über mein Team. Ich muss die Beleber sparen, denn ich habe ein Projekt vor. Morgen, also wenn ihr das seht heute, aber das Video seht ihr dann erst übermorgen für euch morgen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und da brauche ich die Beleber und Tränke. Und jetzt kann ich halt mit Müll kämpfen, weil wir so viele Leute sind.
Ah, schade. Nochmal, wir wurden gerade unterbrochen. Ich kämpfe mit meinem mächtigen Walser, oder? Wir haben einen alten Herrn mit zwei Handys aufgegabelt. Er hat gerade die Lobby verpasst, weil er nicht wusste, wie er eine private Lobby macht oder reinkommt. Das müssen wir ihm jetzt erklären. Kein Kommentar, Leute. Ich bin schon lange kein 100er mehr, Mann. Ich bin auf 100er Entzug, Mann. Okay, ich habe auch mega wenig geradet. Und leider auch kein Shiny. Tja, der alte Mann ist einfach gegangen. Richtig komisch. Ist right. Und da vorne, die Arena müsste eigentlich blockiert sein. Oh, schade, nicht Shiny. 21,40, gar nicht schlecht. Müsste eigentlich blockiert sein, aber die anderen haben gesagt, irgendwie seit der neuen Welle können dort auch Raids stattfinden. Obwohl dort eigentlich übernächste Woche ein X-Raid stattfindet. Also ihr wisst, was ich meine. Eigentlich müsste die blockiert sein, die Arena. Naja. Immer noch kein Shiny und wir haben noch zwei Versuche. Vorletzter Versuch, Leute. Der andere war ein 98er, ja, aber genau den hatten wir schon. Das bringt uns nicht weiter. Ein Versuch. Zumindest heute, also. Es finden hoffentlich noch mehr Raids statt. Außer Interesse ist nicht mehr da und keiner hat mehr Bock auf dieses Spiel. Dann natürlich nicht mehr. Vorsicht, Leute. Die ganzen Attackenfanatiker, die werden jetzt leiden, denn ich habe nur noch Gigantina übrig. Aber ich brauche die Beleber dringend für das Projekt morgen. Okay, warte hier. Für euch. Wenigstens Boden. Wenigstens Boden. Für die Attackenfanatiker. Hier, komm, saftiges Erdbeben. Das ist der letzte Versuch für heute. Und jetzt gönne ich mir einen 100er Shiny. Nee, ich meine, dieses Glück dürfen wir nicht verbrauchen für Heatran. Ein Shiny wäre schon nice. Ich muss meine Liste aktualisieren. Meine Shiny Lucky Liste. Ich muss da eins hinzufügen. Wegen Heatran. Okay, tut mir leid, Leute, Gigantina ist zurück. Halt es durch, wir haben es nicht geschafft. Die Ausdauer ist sehr bescheiden, sag ich mal. Danach wird es nicht besser. Einfach noch ein Gigantina, okay. Okay. Ich schwöre, dafür habe ich, für diese Leistung habe ich kein Shiny verdient. Für diese Leistung, Alter. Scheiße. Und na, heute nicht. Nächster Morgen, nächster Tag. Ich hatte gestern noch einen Glückstausch, habe ich hier auch eingeblendet, war ein Shiny Tauros. Sehr nice für die Liste. Eins abgehakt, das heißt, wir brauchen immer noch 73, weil Shiny Heatran kommt ja dazu. War eine nette Runde. Nicht allzu eilig hatten wir es, also war keine Rekordrunde oder so und war auch nicht super stressig. Bisschen stressig wie immer, aber das ist das Standard bei uns. Erfolgreich war ich leider nicht, ja, ein 98er, aber hatte ich schon, also keine Ahnung, ob man Heatran jetzt, ich habe gehört, eine neue Attacke oder so, habe ich mir noch nicht genau angeschaut, aber vielleicht ist er jetzt gar nicht so schlecht und ein 98er kann ich schauen. Leider kein Shiny und ja, mal schauen, ob nächste Woche noch eine stattfindet. Also stattfinden wird sie sowieso, aber ob sich was ergibt bezüglich Leute und Raid Tour, weil auch gestern war nicht so viel los, war schon recht mau, ob es jetzt an Heatran liegt oder an immer noch der Winterdepression von den Leuten oder was weiß ich. Mal schauen. Ich muss mich jetzt auch beeilen und das Video hier schnell schneiden und hochladen, denn ich habe einen X-Raid um 13 Uhr.
Und dann nochmal einen um 16.30 Uhr heute, also zwei. Also schon länger keinen. Ich glaube auch heute ist das letzte Mal, wo GG Gigas am Start ist. Und das nächste Mal, also die Einladung. Nee. Die Einladung müsste auch immer noch GG Gigas sein. Alles, was danach eingeladen wird, glaube ich. Also vorletzte Mal. Euch auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg. Das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.